So. Dann starten wir mal eine Kampagne von Call of Duty Advanced Warfare. So, mein Name ist Kulab und wir legen gleich mal los. Neue Kampagne. Wir spielen Schwierigkeit auf Soldat. Wenn wir auf die Welt kommen, sind unsere Augen geschlossen. Bei den meisten ändert sich das ein Leben lang nicht. Blind folgen wir jedem, der die Führung übernimmt. Wir verschreiben uns jeder erdenklichen Sache, die uns mit Sinn erfüllt. Für mich waren das die Marines. Ich hatte mich mit meinem besten Freund Will 6 Monate vorher gemeldet. Jetzt waren wir am anderen Ende der Welt für einen Einsatz in Südkorea. Wir waren Waffenbrüder. Ganz egal, wie schlimm es auch wurde, ich konnte immer darauf zählen, dass er an meiner Seite ist. Kopf hoch, Mitchell. So schlimm kann es nicht sein. Es wird mir jetzt erst richtig klar. Dafür sind wir hier. Tja, mein Vater war ein Marine. Ich hatte kaum eine Wahl. Ja, ich bin auch wegen meinem Alten hier. Ich wollte weg von ihm. Viel weiter weg als das hier geht's kaum. Okay, okay. Herhören. Wir haben Befehle. Wir gehen rein bei Epsilon. Dann wird's dreckig, genau wie ihr es gelernt habt. Seid ihr alle im Bilde? Weiß jeder, wohin es geht? Hurra! Alle Mann bereit? Hurra! Dann los! Mitchell, Irons, geht vor! Los geht's. Nordkorea überfiel Seoul. Wir mussten sie zurückschlagen. Das war nicht nur eine Mission. Es war unsere Initiation. Und hiermit nochmal herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal Tiefkühlkost. Wie ihr seht, spielen wir das neue Call of Duty Advanced Warfare. Und ich hoffe, es wird euch sehr gefallen. Mir gefällt das Spiel. Und dann wollen wir mal durchstarten. Badger 01 in Bereitschaft. Alle Mann festhalten. Es geht los. Ganz wie im Training, Mitchell. Sekunden zum Einstiegspunkt. Hey, seh dich auf der anderen Seite. Spaceman, schwerer Feindbeschuss in unserem Landevektor. Festhalten! Mitchell, das Schott schließen! Komm schon, Mitchell! Jetzt! Mitchell, jetzt! Landepunkt zurückgesetzt! Scheiße! Achtung! Na, da geht's gleich mal richtig los hier. Bist du noch am Leben? Mitchell! Die Tür! Ja.
Verstanden. Haltet die Augen offen, Leute. Vorsicht! Mist. Okay, wir müssen zum Boden runter und zu Sprengteam 1 stoßen. Ja, Sir. Alles klar. Kontakt, Kontakt! So macht man das. Sicher! Hübsch eingerichtet, muss man schon sagen. Sieht sehr schön aus. Auf dieser Seite geht steil runter. Hier drüben haben wir Platz. Wir müssen runterspringen. Macht eure Booster bereit. Denkt dran, kontrolliert mit kurzen Schieben den Fall. Alles klar? Der Kommandoposten sollte da vorn sein. Sollte. Grafisch sieht es schon recht gut aus. Wer zum Teufel seid ihr? Ranger Trupp 227, geben... Moment, bisschen Ingame-Sound, bisschen runterdrehen, ist etwas zu laut. So. Sprengteam 1, Unterstützung! Die sind schon abgerückt! Dachten, ihr wärt tot! Wie ist deren Position? 2 Kilometer nordwestlich! Landquadrat 775! Okay, wir rücken ab! Fahrt! Verstanden! Haltet die Augen offen! Kopf einziehen! Coole Panzer! Grafikeinstellungen habe ich jetzt nicht so hoch, da mein System hohe Grafikanforderungen nicht verkraftet. Das Spiel doch recht anspruchsvoll ist. Immer schön Deckung suchen. Dabei. Haltet die Drohnen von uns fern. Wir brauchen Zeit, bis der EMP geladen ist. Dann verschaffe ich mal die Zeit. Auf die Drohnen! EMP bei 50%! EMP geladen! Abfeuern! Und bam! Danke für die Hilfe, Badger Team. Prima, Soldat. Ein schöner EMP-Schlag. Mitten, hier drüben. Los, los! Wir müssen durch dieses Hotel. So. Ja, das wissen wir schon. Los, los! Granaten sind auch ganz cool.
hat er uns verwischt. Wie gesagt, ich bin jetzt kein Pro-Spieler. Noch irgendwo Munition rum? Nein, leider nicht. Man lebt nur einmal. Jetzt du, Mitchell. Ist nicht wie in der Grundausbildung, was, Mitchell? Wieso? Die ganze Stadt ist am Arsch. Die Scheiße da sichern. Weitergehen. Was liegt denn hier alles rum? Da ist wohl ein Meeting geplatzt. So. Havoc-Werfer, direkt voraus! Das ist unser Ziel. Wir müssen unser Sprengteam finden. Sie haben die ganze Straße zerlegt. Der Havoc-Werfer. Die Nordkoreaner schalten damit wichtige Straßen aus. Wir müssen um dieses Loch herum, um in den Handelsdistrikt zu gelangen. Sprengteam 1, hier Badger 01. Seid ihr da? Over. Wir hören, Badger 01. Wir nähern uns der Position des Havoc-Werfers. Sende jetzt Videokoordinaten. Verstanden. Wir empfangen. Rücken zu Fuß vor. Ankunft in 15 Minuten. Verstanden. Wir befestigen unsere Position. Over. Okay, beeilen wir uns, Badger-Team. Granaten sind nicht so gut. Sicher! So. Das war ja schon ganz gut. Sie setzen Rauch ein. Warngranate werfen! Und Granate. Keine Chance, trotz Rauchgranate. So, was haben wir noch dabei? Eine Handfeuerwaffe. Scheiße, die Bastarde haben sie alle getötet. Konzentration, wir können jetzt nichts mehr für sie tun. Auch sehr schön geschaltet. Also Level Design technisch. Sehr beeindruckend mal wieder. So, einmal Tür auf. Nicht feuern! Blau! Blau!
identifizieren. Atlas PMC Rettungseinheit. Blau. Wir transportieren ein Ziel. Wie ist das Wetter im Süden? Ein echter Albtraum. Der östliche Tunnel ist die bessere Wahl. Verstanden. Viel Glück. Ja, also los, die Atlas-Truppen. Werden wir nachher auch noch kennenlernen. Atlas. Will, ist das nicht der Laden deines Vaters? Yep. Die haben die beste Ausrüstung, das beste Gehalt. Wieso bist du nie eingestiegen? Wollte meinem Land dienen. Nicht mein Land. So sieht's aus. Nicht mit mir. So. Raum gesichert. Wer war denn jetzt hier noch? Das. Bam. Wo sitzt der jetzt schon wieder? Da. So. Damit hat er nicht gerechnet. Gibt es hier oben was? Ah. Ein Laptop. Ihr wundert euch jetzt, dass da 9 steht. Ich habe das Spiel schon einmal durchgespielt, um ein bisschen ersten Eindruck zu kriegen. Daher habe ich schon ein paar Laptop gefunden. Aber wie ihr seht, noch nicht alle. Deshalb bitte nicht wundern. Weiter! So, gespeichert, sehr schön. Wir müssen das Sprengteam finden. Mitchell, hier rüber. So, da wäre das Sprengteam. Das Sprengteam sollte in der Nähe sein. Hier drüben! Scheiße, sie sind tot. Okay, okay. Ich sehe leider keine Überlebenden. Wir können das noch durchziehen. Sir, wir sind kein Sprengteam. Sind wir nicht. Aber wenn wir auf ein anderes Sprengteam warten, geht dieser Werfer in Position. Ich hol die Ladungen. Gib mir Deckung. Bist du sicher, Will? Ja, ich schaff das. Okay. Mitchell, du gehst mit uns. Da müssen wir hin. Nimm diese Drohnenausrüstung. Wir decken dich. Legen wir los.
Strom. So. Zeitzünder, mitnehmen! Gott von meine Hauptwaffe behalten. Kontakt, 5 Uhr! Raketenwerfer! Der Werfer ist schwer gepanzert. So, ihr müsst eine Zugangsluke finden und die Ladungen reinwerfen. Verstanden, Sir! Mitchell, mir nach! Okay, sorgen wir dafür, dass diese Männer nicht umsonst gestorben sind! Schöner Granatwerfer. Das Sprengteam ist tot. Wir versuchen die Mission selbst abzuschließen. Ja, so ein Granatwurf mit Verfolgungsgranaten hat schon was. So, da kommt der Kollege auch. Mitchell, hier rüber! Die Ladung. Bitteschön. Timer läuft jetzt! Scheiße! Mein Arm ist gebrochen! Tut Scheiße weh! Los, zieh! Scheiße! Scher dich nicht um den Timer! Noch einmal! Zieh! Wir heben ab! Du musst weg! Los! Mitchell! Wir haben keine Zeit! Du musst sprengen! Jetzt! Ist okay. Seh dich auf deiner Seite. Autsch. Mitchell! Spaceman, Badger 2 hat's erwischt, ich brauche einen Rettungstransport. Einen Moment. Schön durchhalten. Alles wird gut. Wir bringen dich heim. Nur unseren Arm nicht. So. Verbesserungen. Was kann man denn verbessern? 2 Punkte habe ich. Da ich es schon mal gespielt habe, habe ich jetzt hier natürlich schon ein paar Sachen ausgewählt. Und ich nehme jetzt hier noch das Nachladen dazu. So. Zurück. Und dann sehen wir uns in der nächsten Mission beim nächsten Mal. Bis dann. Bye-bye.